Ich hatte hier gerade einer meiner Websites bei Google PageSpeed Insights getestet und musste feststellen, dass sich Google hier über Cumulative Layout Shifts beschwert, kurz CLS. Dieser Wert ist zu hoch und zerhaut mir den Score und sorgt für schlechte Benutzererfahrung auf dieser Webseite. Das geht natürlich gar nicht. Und Google ist zwar im Laufe der Zeit immer besser geworden, was das Illustrieren der Probleme angeht und auch die entsprechenden Lösungsvorschläge hier zu formulieren. Und was ich hier sehe, ist, dass mein Hero-Text, also der Text, den ich im Hero-Banner platziert habe, für diese Layout-Shifts verantwortlich ist. Der einzige Hinweis, den ich dazu erhalte, ist jedoch, umfangreiche Layout-Verschiebungen zu vermeiden. Wie das allerdings vonstatten gehen soll, das geht jetzt aus diesem Test hier nicht hervor. Oder was denn genau das Problem für diese Layout-Verschiebungen ist. Alles, was hier ersichtlich ist, ist, dass der Text hier im Hero-Bereich dafür verantwortlich ist. Da ich für Probleme dieser Art, also immer wenn mein CLS-Wert nicht in Ordnung ist, ein ganz besonderes Webtool nutze, um dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was denn tatsächlich dahinter steckt und welcher Prozess denn zu diesen Layout-Verschiebungen führt, dachte ich, mache ich direkt mal ein Video davon, denn darüber hatte ich hier auch noch nicht gesprochen. Und zwar bewege ich mich in solchen Fällen auf die Website webpagetest.org. Ich kann das gerne nochmal hier zurücksetzen. Hier hatte ich gerade noch mal einen abschließenden Test gemacht. Der war dann auch wieder in Ordnung. Und das Interessante an dieser Seite ist, dass ich hier direkt eingeben kann, ob ich die Performance der Seite testen möchte oder ob ich speziell die Core Web Vitals testen möchte. Also klicke ich die mal an, gebe dann hier die Seite ein, die ich testen möchte, und zwar auf Mobilgeräten 4G und starte den Test. So, da ich mich ja eben schon dem Problem angenommen hatte, wird dieser Test jetzt ganz gut ausfallen. Aber ich kann dennoch ganz gut darstellen, was denn der große Vorteil dieses Tools oder dieser Webseite hier ist. So, also hier habe ich keine Layout-Verschiebungen mehr. Dem Largest Contentful Pane könnte man sich nochmal annehmen. Aber darum geht es jetzt nicht. Der interessante Part, der ist nämlich hier. Und zwar, sofern mir hier Layout-Verschiebungen angezeigt werden, dann habe ich hier die Möglichkeit, auf View Video zu gehen. Und dann wird mir hier direkt ein Video angezeigt, das mir dabei hilft, die Layout-Verschiebungen auf der Webseite besser zu erkennen. Hier kann man jetzt nochmal auf Video-File klicken, um sich das Ganze etwas genauer anzusehen. Hier habe ich noch den Video-File meines ersten Tests, bevor ich das Problem behoben hatte. Und jetzt habe ich hier folgende Möglichkeiten. Und zwar kann ich mir hier jetzt, wenn ich auf Play drücke, den kompletten Ladevorgang meiner Webseite genau ansehen. Ich mache das nochmal ein bisschen größer. Dann klicke ich das hier an und achte mal auf irgendwelche Auffälligkeiten. Okay, mir ist hier tatsächlich schon was aufgefallen. Ich will jetzt allerdings nochmal Folgendes machen. Und zwar gehe ich hier unten auf diese drei Punkte, gehe dann auf Playback Speed und spiele das Ganze in der halben Geschwindigkeit ab. Jetzt drücke ich nochmal auf Play. Okay, und da ist mir direkt schon was aufgefallen. Und zwar, ich spule das nochmal zurück. Hier sieht man es. Und zwar wird hier zunächst ein Standardfont angezeigt. Ich nehme mal an, das ist der Standardfont von Google Roboto. Und wenn ich dann auf Play drücke, dann wird erst mein Font, nämlich Poppins, geladen. Und da Poppins ein anderes Gewicht hat als Roboto, eine andere Größe, ein anderes Gewicht und einfach einen anderen Platz einnimmt, verursacht dieser Wechsel vom Standardfont bis zu dem Font, den ich eigentlich haben möchte, diese Layout-Verschiebungen. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Und das hier ist ein Vorgang, den habe ich schon öfter mal durchgeführt, auch mit bestimmten Bildern. Man kann anhand dieses Videos wirklich sehr gut erkennen, ob kleinste Elemente in irgendeiner Form Layout-Verschiebungen verursachen, die man vermutlich nicht erkennen würde, wenn man hier einfach nur die Webseite neu aktualisiert und im Bruchteil der Sekunde gar nicht in der Lage ist zu erfassen, was sich jetzt wo verschiebt etc. Also dieses Video bietet einem da eine sehr detaillierte Übersicht. Und wenn ich das jetzt nochmal abspiele, dann sehe ich es ganz genau. Also hier ist der Moment, wo zuerst der Standardfont platziert wird und dann erst wird mein Font geladen. Und dieses Problem habe ich behoben, indem ich bei WP Templater ins Dashboard gegangen bin. Hier habe ich Lightspeed Cache installiert, also bin ich bei Lightspeed Cache auf die Page Optimization gegangen und direkt unter den CSS Settings hat man ganz unten eine Funktion, da kann man Font Display Optimization von Default auf Swap umstellen. Diese Umstellung auf Swap ist immer eine gute Lösung, wenn einem Google zum Beispiel bei PageSpeed Insights die Empfehlung gibt, darauf zu achten, dass der Font während der Ladevorgänge sichtbar bleibt, dann ist das meistens die beste Lösung dafür. In meinem Fall war es jetzt eine Layout-Verschiebung und aus dem Grund stelle ich jetzt hier das Font-Display auf Swap, speichere die Einstellungen, im Anschluss lösche ich nochmal den Cache.
Also gehe ich auf Purge All. Okay, dieses Video hat jetzt seinen Zweck erfüllt, hat mir sehr dabei geholfen, das Problem zu identifizieren und es direkt lösen zu können. Also klicke ich das weg. Und nachdem Lightspeed Cache den Cache wieder aktualisiert hatte, habe ich erneut einen Speedtest durchgeführt. Und man sieht, es ist alles wieder in Ordnung. Keinerlei Beschwerden mehr, was den CLS-Wert angeht. Alles wieder im grünen Bereich. Und auf Desktop-Geräten sieht das auch gut aus. Der einzige kleine Schönheitsfehler, den wir hier noch haben, ist diese SEO-Geschichte hier. Und zwar sind Google da meine Schriftgrößen meines Futters für Mobilgeräte zu klein. Tja, die Größe der Tippziele. Also aus Googles Sicht hat da jemand mit viel zu schlechter Daumenkoordination keine Chance, die entsprechenden Links anzuklicken, weil die einfach zu klein sind. Accessibility ist natürlich wichtig. Und wenn ich irgendwann mal viel zu viel Tagesfreizeit habe, dann werde ich Google den Gefallen tun und die Schriftgrößen im Futter, also die Tippziele, um ein Pixelchen zu erhöhen. Und dann haben wir den hier auch wieder auf 100.